Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Wo sind wir diesmal? Hinter uns der Stellplatz und vor uns die Mosel. Wir sind am Moselstellplatz in Wintrich gelandet dieses Wochenende. Wir zeigen euch heute wieder in alter Manier alle Details und Infos zu dem Stellplatz. Wenn euch das hier gefällt und ihr sagt, da möchten wir einmal hin, haben wir natürlich wieder in gewohnter Art und Weise ein zweites Video rund um die Umgebung, was ihr hier so machen könnt. Vielleicht den Moselradweg fahren, eine kleine Wanderung unternehmen, Ausflug nach Bernkastel-Kues mit der weißen Flotte ist das hier gar nicht, mit dem Moselschiff. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ich komme nicht drauf gerade. Ja, die eine heißt Moselprinzessin. Mit der Moselprinzessin nach Bernkastel-Kues fahren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, haben wir euch wieder in ein zweites Video gepackt, damit ihr euch hier wieder auf den Stellplatz konzentrieren könnt. Und jetzt gehen wir vorne zu dem Eingang, wo ihr auf den Stellplatz gefahren kommt. Kommt mit! Der Moselstellplatz in Wintrich liegt direkt an der Mosel gelegen. Viele Stellplätze haben auch direkt den Blick aufs Wasser. Aber da kommen wir gleich zu. Ihr kommt angefahren, oben von der Bundesstraße in die Moselstraße 24 und landet direkt hier vorne im Einfahrtsbereich, an dem sich die Entsorgung, die Frischwasserversorgung und der Sanitärbereich befinden. Aber um auf den Platz zu kommen, müssen wir jetzt erstmal an die Schranke. Wenn ihr dann vor der Schranke steht, öffnet die sich nicht automatisch. Es gibt zwar hier eine Kennzeichenerkennung, aber damit sie sich öffnet, müsst ihr erst einmal hier am Ticketautomaten den blauen Knopf drücken. Es wird euch ein Ticket ausgeworfen und dann öffnet sich vollautomatisch die Schranke. Aber vorher berücksichtigen, habt ihr einen Hundi mit, dürft ihr nur auf die rechte Seite fahren, nämlich eure Hunde sind hier erlaubt, allzeit an der Leine zu führen. Habt ihr keinen Hund dabei, fahrt bitte auf die linke Seite, das ist die Seite für die Nichthundebesitzer. Hier ist auch ein Unterschied im Untergrund des Platzes, den wir euch gleich zeigen. Anhänger sind separat abzustellen und dürfen nicht am Wohnmobil angekoppelt stehen bleiben. Gut, Schranke geht auf. Und zwar hier draußen auf dem Parkplatz. Genau. Den wir gleich euch noch mal in Kombination mit dem Entsorgung zeigen. Wenn die Schranke sich geöffnet hat, habt ihr die Möglichkeit, euch einen Stellplatz auszusuchen. Sollte der Platz belegt sein und ihr seid einmal drin, habt ihr 15 Minuten Zeit, wieder kostenfrei hinauszufahren. Dafür müsst ihr am Kassenautomaten das Ticket entwerten, damit die Schranke sich wieder öffnet. Und dann geht's raus. Sprechen aus eigener Erfahrung, weil wir waren einmal hier, als in Wintrich Weinfest war. In Wintrich ist jedes zweite Wochenende im September Weinfest und dann kann es hier freitags schon mal vorkommen, dass ihr keinen Platz mehr bekommt. Haben wir selber erlebt. Der fünfte Platz, den wir dann angefahren haben, das war Klösserath, halt ein sehr großer, der war dann so, dass wir endlich mal um 20.45 Uhr ein Plätzchen gefunden hatten, wo wir stehen bleiben konnten. Es gibt noch ein zweites Fest, das hier im Jahr eben gefeiert wird. Das sind die Passionsspiele. Die finden in der Zeit von März bis Mai statt. Da wird das Leiden Christi dargestellt. Dazu habe ich euch aber auch noch mehr in unserem anderen Video zu Wintrich erzählt. So, gehen wir mal auf den Platz. Zeigen wir euch mal, wie der Boden aussieht. Der Fahrweg ist gekiest und verdichtet, wie auch die Stellplätze für euer Wohnmobil. So, dass ihr relativ trocken ohne Einsinkgefahr stehen könnt. Ihr habt genügend Rasenfläche neben eurer gekiesten Parzelle, so dass wir hier von einer ausreichend großen Parzellengröße sprechen können. Im Hundebereich ist der Boden nicht gekiest, wo ihr steht, und der Fahrweg ist auch nur sehr stark mit Gras durchsetzt. Können wir gleich mal zeigen, weil da hinten befindet sich auch die Müllabfallentsorgung. Die Stellplätze verfügen über Strom. Der Strom ist im Stellplatzpreis oder in den Stellplatzgebühren von 15 Euro enthalten, wie auch das WLAN. Dazu muss ich sagen, das ist grottenschlecht und nicht empfehlenswert, wie auch die Entsorgung von Grauwasser und eurer Chemietoilette enthalten. Also einfach Stecker rein, ne? Wie man es kennt, und entsprechend fertig. Wir haben an den Säulen vier Steckdosen und abgesichert sind sie mit 6 Ampere.
Also klassischer Standard. Ich würde fast sagen, dass wir mit euch noch in den Hundebereich gehen, weil der ist ein bisschen anders aufgebaut wie der Bereich hier. Und euch dann direkt die Müllentsorgung mitzeigen, weil wir einmal da hinten sind. Im Moment, wie gesagt, noch gesperrt. Der Stellplatz verfügt über 90 Stellplätze insgesamt für beide Bereiche. Und hat vor der Nase die Mosel und den Schiffsanleger sowie einen Fußweg, der rund um das Gelände einmal auch mit schönen Mülleimern und Sitzbänken versehen um den Stellplatz geht. Also von daher, Gassi-Runde ist schon mal gesichert, wenn ihr mit dem Hund unterwegs sein solltet oder Auslauf fürs Frauchen. Hier auf dem Platz auch der Durchgang zum besagten Weg, der unten um den Stellplatz drumherum führt, natürlich auch öffentlich nutzbar. Wir haben hier auch noch am Wegesrand eine Frischwassersäule, wo ihr Wasser zapfen könnt gegen Münzeinwurf. Ich weiß nur, ach, da oben steht es, 10 Cent für 8 Liter. Ich hatte nämlich jetzt nur die 100 Liter Gebühren im Kopf und hier könnt ihr dann auch kleine Mengen entnehmen, damit ihr nicht die 100 Liter zapfen müsst. Dann haben wir hier noch diesen Wiesenbereich, der auch komplett unter Bäumen und schattig ist, im Sommer auch sehr begehrt. Im Moment aufgrund der Feuchte und dem ganzen Regen noch gesperrt, weil du sagst, echt noch ein. Und ansonsten auch hier wieder die Steckdosen, teilweise die Parzellen hier begrenzt durch die Holzbalustraden. Und hier vorne haben wir gut versteckt dann noch die Restmüllentsorgung, die sich aber auf einen Glas- und einen Restmüllcontainer beschränkt. Nee, Papier. Papier? Glas ist vorne. Hier steht Glas. Nee, steht da Altglas. Nicht. Altglas. Da steht ein Schild Altglas. Dann lese weiter. Ah, okay. Altglascontainer sind nämlich vorne auf der Straße, steht da. Okay, Alfred hat gelesen, ich nicht, aber er hat auch schon Müll weggebracht im Gegensatz zu mir. Ja, ich war schon fleißig. Hier kommt Altpapier rein, da hinten der Restmüll und wo das Glas hinkommt, zeigen wir euch nämlich gleich, wenn wir die Entsorgung zeigen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir als nächstes zur Anmeldung. Ich habe euch noch ein paar Sachen zum Platz zu sagen, aber das wollte ich nicht vom Müllcontainer machen. Alles andere, was ihr jetzt benötigt an Entsorgung, Versorgung, Duschen, WC und so weiter, Anmeldung, befindet sich wieder vor der Schranke. Wir haben hier vorne noch am Einfahrtsbereich einen Altkleider- und Altglascontainer, wo ihr dann die Sachen, die ihr dort entsorgen möchtet, entsorgen könnt. Dann sind wir auch vorne schon am Kassenautomaten, den ich diesmal bewusst nicht am Anfang genannt habe, weil, warum? Der Kassenautomat wird nämlich hier erst als letztes gebraucht. Ihr zahlt bei Abreise. Wir haben hier das klassische 24-Stunden-Prinzip. Bitte darauf achten, seid ihr eine Minute überschritten, wird eine neue Tagesgebühr von 15 Euro fällig. Entsprechend bargeldlos, wie auch mit Bargeld in Scheinen, Münzen gehen nicht, doch Münzen gehen auch, Entschuldigung, könnt ihr euren Obolus von 15 Euro für 24 Stunden hier am Automaten bei der Abreise entrichten. Jetzt sagt ihr, naja, gut und schön, ich will aber gar nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben, ich möchte zwischendurch mit dem Wohnmobil hier rein und rausfahren. Wie mache ich das denn jetzt? Muss ich jedes Mal ein neues Ticket ziehen? Nein, ihr habt hier auch die Möglichkeit, den Button Vorauszahlung zu drücken und ihr bekommt dann entsprechend ein Ticket, das ihr dann nutzen könnt, um wieder reinzufahren. Ihr dürft dann nur beim Reinfahren natürlich kein neues Ticket ziehen. Und dann geht das, weil Kennzeichen erkennen. Die Schranke ist nicht dumm. Wir haben, wie gesagt, hier entsprechend, wenn das Ticket eingegeben wurde, lotst er euch über das Display hinein. Ich kann es jetzt nicht vorführen, weil wir noch nicht rausfahren. Wir fahren erst morgen. Aber ich denke mal, Kennzeichenerkennung. Man wählt das Kennzeichen aus und dann weiß er, wie viel du zahlen musst. Wir haben daneben noch eine Infotafel, nochmal über die Vorgehensweise, wie der Kassenautomat funktioniert und der Bezahlvorgang vonstatten geht, was im Preis enthalten ist und was der Platz bietet. Wir haben auch nochmal eine ausführliche Anmeldung für das WLAN, wie ihr da vorzugehen habt, sowie die Platzordnung. Grillen ist erlaubt. Von daher haben wir die Frage schon mal geklärt. Nachtruhe auf dem Platz ist 22 und 8 Uhr.
Und es ist vom Grillen her nur so erlaubt zu grillen, dass es keine Funkenbildung gibt. Also Kohlengrillen ist vergessen, verboten. Elektrogas ist möglich. Ansonsten haben wir hier eben auch, dass hier Nussbäume auf dem Baum steht, auf dem Gelände stehen. Und für den Eigenbedarf dürfen die Nüsse sogar gesammelt werden. Alles andere entnimmt der Platzordnung. Alles Wesentliche ist gesagt. 400 Meter vom Platz entfernt haben wir einen kleinen Dorfladen, der laut Homepage ab April geöffnet hat. Aber wir haben März, er hat offen und hat relativ knappe Öffnungszeiten, aber doch gibt es so frische Brötchen und er hat am Wochenende geöffnet. Und die kann man vorbestellen. Und die kann man vorbestellen und sich morgens holen. Wir haben hier noch einige Infobroschüren zum Stellplatz, zu Windrich, hier zu den Passionsspielen zum Beispiel, über den Moselfahrplan hier für die Moselschiffe, die hier fahren. Und hinten am Sanitärkomplex haben wir noch eine kleine Infotafel, die ihr mit Touch bedienen könnt. Dann haben wir den Bereich soweit durch. Ach so, der Platz hat geöffnet vom zweiten Wochenende im März bis zum 2. November. In den Wintermonaten ist die Ver- und Entsorgung nicht geöffnet. Und die Öffnungszeiten können auch durch das Hochwasser eventuell ein wenig variieren und auch witterungsbedingt beeinträchtigt werden. Wir haben heute den, oha, lass mich nicht lügen, was haben wir denn heute? 13.? 14.? Ich meine 15. 15. März und es ist Samstag und hier ist alles offen. Ich glaube seit diesem Wochenende, ich bin mir aber nicht sicher, kann auch seit dem letzten sein. So, dann zeige ich euch jetzt die Entsorgung. Auf dem Weg dahin noch ein kleines Gimmick, weil wir sind hier direkt. Dieser Weg, der hier vorbeifährt, den wir auch fahren, um hier uns einzufahren, ist ein Bestandteil des Moselradwegs. Und da vorne gibt es nämlich eine Fahrradstation. Solltet ihr eure Räder mit haben und kleines Werkzeug oder eine Luftpumpe benötigen, haben wir das da vorne an der dicken Tanne. Dieses gelbe Kästlein, was da steht, wir zeigen es euch direkt mal, wo ihr euer Rad verarzten könnt. Das ist kein trendiges Gerät. Nee. Hier haben wir die Pumpe und entsprechende Werkzeuge, die ihr hier nutzen könnt. Der Moselradweg führt euch natürlich entlang der Mosel in viele schöne kleine Orte. Bis Bernkastel-Kues sind es 12 Kilometer, 5-6 bis Pissport in die andere Seite, wo wir die Mosellorelei haben. Und ihr könnt ihr wunderbar Radfahren. Es gibt Mountainbike-Strecken im Hintergrund, es gibt Wanderwege im Hintergrund. Windrich lockt mit Straußenwirtschaft und Lokalen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. In ca. 100 Metern Entfernung haben wir einen Wein- und Sektautomaten, der auch Mineralwasser beinhaltet. Also und ein paar kleine Snacks. Solltet ihr für einen gemütlichen Abend alles vergessen haben, könnt ihr das hier auch, wenn die Geschäfte und die Lokale zu haben, euch noch besorgen. Auf dem Stellplatz gibt es einen kleinen Picknickbereich mit Bänken und Tischen. Der ist gerade stark frequentiert, daher können wir euch den jetzt nicht zeigen. Wir versuchen vielleicht noch ein Bild morgen früh einzufangen, aber morgen soll es regnen. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch einblenden können. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben im Entsorgungsbereich hier vorne einen öffentlichen Parkplatz, der sehr viel auch von dem Restaurant, was hier in 50 Meter Entfernung ist, genutzt wird. Dadurch hat man abends natürlich, gestern war dort eine Familienfeier, das Geräusch von abfahrenden Autos und Türen klappern. Muss man mit in Kauf nehmen, ansonsten ist die Nacht mega, mega, mega ruhig. Jetzt hätte ich beinahe euch vergessen zu sagen, reservieren kann man den Platz nicht, da müsst ihr auf gute Glück hinfahren. Jetzt sind wir auch schon an dem gut anfahrbaren Entsorgungsbereich. Wir haben hier den Grauwasserschacht, den ihr locker anfahren könnt, auch für große Fahrzeuge bestens geeignet. Und davon haben wir hier sogar zwei Stück, damit keiner zu lange warten muss. Apropos warten. Ich warte natürlich gerne darauf, bis du unseren Kanal abonnierst. Das kennst du ja, ne? Lasst mir ein Like da für das Video, wenn euch gefällt, was wir hier immer machen. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr den Platz findet, wart ihr schon mal hier, wie ihr uns findet, wie ihr die Videos findet. Aber meinen Spruch kennt ihr schon, ich fasse mich kurz. Danke fürs Abo, danke fürs Liken, danke für den Kommentar, ich antworte und die Glocke auch noch klicken. Haben wir alles. Jetzt kommt die Chemietoilettenentsorgung.
Wir haben hier einen Sickerschacht, der mit der Kordel da hinten dran zu öffnen ist. Sieht ein bisschen frickelig aus. Okay, ist Natur. Aber wir haben daneben immerhin die Möglichkeit, die Kassette zu spülen, wenn da ein Wasserhahn drauf wäre. Ah nee, wir haben einen Knopf zum Drücken. Jetzt kommt's wieder. Siehe, Betty, Ernst und die Mosel. Ich gehe diesmal hinter dem Teil. Das passiert mir nicht nochmal. Also da kommt dann Spülwasser raus, um eure Kassette zu spülen. Ne? Alfred hat da eine Vorliebe für zu sagen, stell dich mal davor, drück den Knopf. Und dann weiß ich habe nie gesagt, stell dich davor. Du weißt aber genau, welche wesentlich weiteren Radius versprühen oder nicht. So, gegenüber haben wir nämlich auch dann direkt die Frischwasserversorgung. Die Wasserversorgung verfügt über zwei Wasserhähne. Nicht wundern, der eine, der erste, ist für den Münzeinwurf von 1 Euro mit der Start-Stopp-Taste und liefert euch 100 Liter für 1 Euro. Kleine Wassermengen zapft ihr hier am zweiten Hahn für den Einwurf von 10 Cent für ca. 8 Liter. Wieder über die Start-Stopp-Taste regulierbar und nicht irritieren lassen. Auf der Rückseite ist nämlich noch ein Wasserhahn. Da steht extra drauf, kein Trinkwasser. Ich denke mal, dass es hier auch die Möglichkeit gäbe, eine Chemietoilettenentleerung mit zu integrieren oder davor zu setzen und dass das davor vorgesehen war, was ja hier auf der anderen Seite verrichtet werden kann. Dann haben wir noch eine Sache, die wir nicht richtig zahlen können, aber hier gibt es einen kleinen Sanitärkomplex, der ist relativ neu und für 50 Cent laut Internet ist die Toilettennutzung möglich pro Toilettenvorgang und für 1 Euro gibt es hoffentlich heißes Duschvergnügen. Ich werde jetzt nicht fürs Video den Euro da einwerfen, aber wir werden mal gucken, wie weit wir was zeigen können. Der Sanitärcontainer ist etwas abseits am Ende dieses Parkplatzes, auf dem sich die Entsorgung befindet, aber es gibt auch einen Treppenaufgang vom Stellplatz mit barrierefreier Rampe hier direkt vom Platz hoch, damit ihr duschen könnt. Was ihr die ganze Zeit an Brummen hört, wir sind hier direkt an der Schleuse, wo natürlich auch reger Schiffsverkehr ist. Eben fuhr die Viking hier durch die Schleuse, was natürlich interessant ist, aber du hörst natürlich bei dem Wasserstand das Rauschen des Wassers, weil eben Wassermengen abgelassen werden, um es zu regulieren. Die Dusche können wir euch zeigen. Es gibt auf dieser Seite eine Dusche. Sehr sauber, sehr ordentlich. Es ist sehr matschig, also nicht der Boden ist jetzt vertretbar, dass er ein bisschen schmuddelig ist, wenn du mit den Schuhen da reingehst, weil es spritzt. Dort der Münzeinwurm, Temperatur des Raumes ist auch gut, man erfriert nicht. Haken sind da, Dusche ausreichend groß, sehr sauber, also perfekt. Da kann man nicht meckern. Das ist schon, würde ich auch duschen gehen. Dann haben wir hier vor zwei WCs, die mit dem Münzeinwurf von 50 Cent die Türen öffnet, für Damen und Herren gemeinsam. Ich werfe jetzt da keine 50 Cent ein. Und hier haben wir an der anderen Seite nochmal eine zweite Dusche. Wie gesagt, Unisex, Männlein, Weiblein duschen da, wo frei ist. Die Dusche ist gar nicht genutzt worden, die ist picobello sauber, mega trocken. Also da ist heute noch keiner drin gewesen, so wie es aussieht. Und dann haben wir hier vorne hinter Alfred noch eine kleine Infotafel mit Touch, wo ihr so einen kleinen Ausschnitt bekommt, was man hier machen kann. Zack. Ich liebe die Dinger, ich kenne die aus den Niederlanden. Zack. Und dann könnt ihr euch da durchklicken. Kann ich das Wetter wegklicken? Ah, nee, übrigens ist ja Sonntag. Guck mal, der Sonntagregen ist auf Montag gerutscht. Aha. Das ist ja gut. Hier, Passionsspiele, da haben wir es. Heute Abend, 18 Uhr, finden die statt. In einem Zelt direkt neben der Kirche. Und dann könnt ihr hier Osteressen im Weingut Ebert. Oh, wollte ich gar nicht draufklicken. Ist egal. Könnt ihr euch durchklicken und entsprechend informieren, was ihr alles hier machen könnt. Was haben wir hier? Das WLAN-Passwort haben wir hier nochmal. Wir haben hier nochmal die Handynummer des Platzwartes. Soll es irgendwo zu Problemen kommen? Und ja, dann sind wir schon an der Stelle, dass ich wieder sagen kann, auf zum Fazit zu diesem Stellplatz. Unser Fazit zu dem Stellplatz ist,
Den Daumen habt ihr schon mal? Den bekommt er natürlich auch. Ich glaube, da kommt noch was. Onkel Alfred gibt sein Sternchen dazu. Alles klar. Volle Punktzahl erreicht, weil ein Platz zum Wohlfühlen, zum Entspannen und zum Wiederkommen. Wir sagen Danke an die Gemeinde Windrich für diesen schönen Stellplatz. Und wir sagen Danke an euch fürs Zuschauen. Also auf der Seite mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.